Wenn man oben steht, ist jede Mühe vergessen. Viele Zeit, die man investiert hat, das Proben, das Üben. Ne? Dann merkst du, da sitzen 200, 300 Leute und du hast sie alle. Alle lachen, die Leute wischen sich die Tränen aus den Augen. Kaum in Worte zu fassen, das ist einfach Glück. Ich sage immer, wenn man kein Lampenfieber mehr hat, dann nimmt man auch die Bühne nicht mehr ernst. Das hat einfach irgendwo mit der Bühne zu tun. Das Hobby Kabarett ist viel Spaß, aber auch Arbeit. Im Beruf bereitet man jeden Kundentermin intensiv vor und das macht man beim Kabarett auch. Also man bereitet sich auf den Auftritt vor. Fleiß hat ganz viel mit Erfolg zu tun und auch mit mir. Wenn ich mir Dinge vorgenommen habe in meinem Leben, habe ich sie fast immer auch erreicht. Und das Besondere, das lässt sich auch mit dem Beruf vereinbaren, weil ich als Vertreter der Allianz in der Gestaltung meiner Arbeitszeit frei bin und Kabarett und Außendienst hervorragend unterbringen kann. Für mich gäbe es nichts Schlimmeres, als irgendwo in einem kleinen Kämmerlein im Keller zu sitzen und den ganzen Tag keine Menschen zu sehen. Ich bin ein Herdentier und ja, das ist für mich ganz wichtig. Ich bin Klaus Herrmann, seit 15 Jahren bei der Allianz und Generalvertreter in Münster.